Herr Dr. Sträting, wir kommen zum nächsten Impulsreferat. Ein zweiter, Professor Dr. Dr. Erik Hilgendorf ist Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtstheorie, Informationsrecht und Rechtsinformatik an der Universität Würzburg. Er hat den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung mehrfach in Fragen des Medizinstrafrechts und der Internetkriminalität beraten. In seinem Impulsreferat wird er nun darlegen, warum eine Strafbarkeit der Suizidbeihilfe Unsinn wäre. Erkennen. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich bei den Veranstaltern, bei Frau Welzner, bei Michael Schulz-Sammermann herzlich bedanken, dass ich eingeladen wurde. Wir sind nun mit der Zeit schon relativ weit vorangeschritten, außerdem sind eben etliche Diskussionsmeldungen untergegangen. Deswegen habe ich mein Manuskript am Platz liegen lassen, möchte Ihnen nur ein paar Anmerkungen machen zur geltenden Rechtslage, die von meinem Vorredner ja sehr gelobt wurde. Den Juristen freut das. Ich sehe es ganz ähnlich, die Situation ist positiv, allerdings sollte man bedenken, dass die angesprochene Rechtsunsicherheit, nur die Unsicherheit, bereits sehr, sehr schwerwiegende Auswirkungen haben kann auf praktizierende Ärzte. Das Schlimmste, was einem Arzt passieren kann, ist, dass die Staatsanwaltschaft an der Tür klingelt, die Praxis schließt, die Akten beschlagnahmt und ermittelt, selbst wenn das dann gut ausgeht, selbst wenn das mit Erfolg durchgefochten wird, ist die Existenz des Arztes schwer beschädigt, vielleicht sogar am Ende. Ja, deswegen ist die Rechtsunsicherheit allein schon ein großes Problem. Also, was sind meine Anmerkungen? Die Rechtslage, vielleicht mal ganz kurz zur Rechtslage. Die Rechtslage ist nicht speziell auf Sterbehilfefälle ausgerichtet. Es gibt kein Sterbehilfegesetz. Die Regelungen, die den Sterbehilfebereich erfassen, sind allgemeine Strafrechtsnormen, § 212 Totschlag, § 211 Mord, § 216 Tötung auf Verlangen, § 223 Körperverletzung. Das sind die Normen, die hier eine Rolle spielen. § 212, § 211 Totschlag und Mord sind praktisch nie relevant. § 216 die Tötung auf Verlangen wird oft fälschlich mit aktiver Sterbehilfe in Verbindung gebracht. Sie ist in der Tat anwendbar auf Fälle aktiver Sterbehilfe, aber 216 StGB würde etwa auch die passive grundsätzlich erfassen, wenn nicht dort Rechtfertigungsgründe ergreifen würden. Der 216 würde für ganz andere Fallgestaltungen eingeführt, schon vor über 100 Jahren. Das ist also keine Spezialregelung für die aktive Sterbehilfe. Neben diesen strafrechtlichen Regelungen gibt es auf der Grundrechtsebene Regelungen, die nun eindeutig sind. Es gibt das Recht auf Leben, das wurde erwähnt, Artikel 2.1. Es gibt die allgemeine Handlungsfreiheit, Artikel 2.2. Man spricht auch vom Urfreiheitsrecht. Und dieses Urfreiheitsrecht erfasst nach überwiegender Ansicht in der Literatur, auch in der Rechtsprechung, auch das Recht, sich selber zu töten. Also man darf sein eigenes Leben beenden. Das ist grundrechtlich gesichert. Hinzu kommt natürlich auch die Menschenwürde, Artikel 1. Die Menschenwürde steht dem Individuum bis zum Tode zu, also selbst der Sterbende hat noch die volle, völlig uneingeschränkte Menschenwürde, deswegen wäre es verfassungswidrig, menschenwürdewidrig, den Behandlungen aufzuzwingen, die der als quälend empfindet. Ein Beispiel noch zur allgemeinen Handlungsfreiheit, wenn ein Patient am Lebensende im Krankenhaus beschließt, zu Hause sterben zu wollen, darf er das tun. Ja, er kann sagen, ich will nicht weiter behandelt werden, ich möchte nach Hause, die Ärzte müssen ihn nach Hause gehen lassen. Wenn das nicht passiert, wäre das eine Freiheitsberaubung oder sogar eine Nötigung. Also insofern ist die geltende Rechtslage in der Tat sehr, sehr patientenfreundlich. Eine dritte Ebene, die ich hier nur kurz erwähnen möchte, ist die Ebene des Standesrechts, des ärztlichen Standesrechts. Das sind rechtlich gesehen Satzungen, und zwar Ländersatzungen, keine Satzungen auf Bundesebene. Es ist selbstgegebenes Recht für die Berufsgruppe der Ärzte. Auch die Juristen dürfen sich Recht selber geben. Das ist eine Eigenheit von Berufsgruppen, die vom Gesetzgeber als besonders würdig angesehen wurde. Man spricht auch von den freien Berufen, Berufe, die eine besondere Dignität besitzen. Die sollen die Möglichkeit haben, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Für Ärzte, für Rechtsanwälte gelten natürlich die allgemeinen Regularien, aber sie genießen noch sehr viele Freiheiten und innerhalb dieses Freiheitsraumes sind die selber verantwortlich, sich Regeln zu geben. Das ist eine Privilegierung der Ärzte und der Juristen.
Die Musterberufsordnung ist nur eine unverbindliche Vorgabe, ein Vorschlag sozusagen, der von den Landeskammern angenommen werden kann oder auch nicht angenommen werden kann. Er ist teilweise angenommen worden, diese Verschärfung 2011 ist teilweise übernommen worden in den Landesatzungen, teilweise nicht. Dazu werde ich vielleicht später noch etwas sagen. Ein paar Worte zur Strafbarkeit des Suizids und der Suizidbeihilfe. Wir haben zu Recht gehört von meinem Vorredner, die Suizidbeihilfe ist straflos. Warum eigentlich? Das ist für Nichtjuristen nicht so einfach zu verstehen. In der Vorlesung, im Strafrecht allgemein Teil, verwenden wir da ein bis zwei Semester drauf, um das den jungen Leuten deutlich zu machen. Deswegen kann man nicht erwarten, dass Nichtjuristen das ohne weiteres so verstehen. Der Grundgedanke ist, dass eine Beihilfehandlung nur dann strafbar ist, wenn die Haupttat wird verkürzt, das ist Suizid. Also wenn, auch wenn die verbleibende Lebenserwartung nur durch nur eine halbe Stunde verkürzt wird, ist das schon Suizid. Und dadurch, dass der Arzt diesen Regler so eingestellt hat, wie er ihn eingestellt hat, und er wusste ja, dass so etwas passieren kann, hat er Beihilfe begangen. Auch das kann ich sagen. Auch das ist eine Folge dieses Gesetzes, die ernsthaft nicht akzeptabel ist. Und deswegen vermute ich, dass diese Folgen nicht wirklich reflektiert worden sind. Hinzu kommt, letzter juristischer Aspekt, man könnte noch mehr sagen, aber die Zeit drängt, ein generelles Verbot, das strafbewehrt ist, wäre wohl auch verfassungswidrig. Im Verfahren von Herrn Ammann ging es ja darum, dass hier ein generelles Verbot auf standesrechtlicher Ebene durchgesetzt werden sollte. Und da hat das Verwaltungsgericht Berlin meines Erachtens zu Recht gesagt, ein solches Verbot ohne Ausnahme ist verfassungswidrig. Warum? Weil es gegen die ärztliche Gewissensfreiheit verstößt. Und meines Erachtens, und das sehen die meisten Kollegen so, ist dieses Argument verallgemeinerbar. Die ärztliche Gewissensfreiheit, das ist also dieser Schutz, der verfassungsrechtlich gebotene Schutz, unter anderem des Arzt-Patienten-Verhältnisses, ja, dieser Intimbereich, dieser innere Bereich zwischen Arzt und Patient wird geschützt, auch durch die Verfassung. Dieser Schutzbereich wird verletzt, wenn man bestimmte Handlungen in diesem Bereich pauschal kriminalisiert. Ja, also eine durchgängige Kriminalisierung wäre gar nicht verfassungsrechtlich möglich. Hier im Entwurf von Borasio, Tauplitz und so weiter werden Ausnahmen formuliert, wo es doch möglich sein soll. Deswegen würde ich hier sagen, das ist verfassungsrechtlich problematisch, aber nicht definitiv verfassungswidrig. Das, was Herr Bröhe und andere vorgeschlagen haben, vielleicht jetzt gar nicht mehr wirklich anstreben, nämlich ein Pauschalverbot, ein Verbot ohne Ausnahme, das wäre, wenn man das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin ernst nimmt, verfassungswidrig. Also, das bedeutet im Ergebnis, eine strafrechtliche Regelung ist außerordentlich problematisch, sie ist unethisch, sie ist politisch unklug, sie wäre, wenn sie pauschal eingeführt wird, ohne Ausnahme sogar verfassungswidrig. Meines Erachtens ist ja auch dann verfassungswidrig, wenn Ausnahmen vorgesehen werden, weil sie dann unverhältnismäßig wäre. Aber dazu vielleicht eine Diskussion. Ganz kurz zum Schluss, gibt es Handlungsbedarf für den Gesetzgeber? Eigentlich nicht, aber die Diskussion ist so weit vorangeschritten, dass eine erstaunliche Menge von Unsinn produziert worden ist. Es gibt sehr viel begrifflichen Durcheinander, auch bei Ärzten, die an sich hochkompetent sind, hochqualifiziert sind. Aber man bekommt immer wieder in Veranstaltungen mit, Ärzte gehen jetzt davon aus, Sterbehilfe sei verboten, ja, das sei unter Strafe gestellt. Selbst die Lage im Strafrecht wird nicht wirklich verstanden. Deswegen meine ich, es sollte zumindest eine Klarstellung erfolgen. Es sollte eine gesetzliche Klarstellung erfolgen, was geht und was nicht geht. Hinzu kommt, dass es in der Tat einige Entwicklungen gibt, die genauer zu betrachten wären. Ich will nur den Aspekt Laienhilfe mal ansprechen. Also Suizidbeihilfe, Unterstützung beim Suizid, sinnvoll, ist rechtlich geboten, aber sie sollte auch kompetent durchgeführt werden. Wenn das jeder machen kann, zum Beispiel auch ich, der ich medizinisch überhaupt keine Ahnung habe, ich könnte eine solche Beihilfe straflos durchführen, wäre das problematisch, weil ich gar nicht weiß, was die richtigen Maßnahmen sind. Jeder Mensch ist anders, gerade alte, Kranke sind sozusagen auch nicht typisch menschlich, sondern die bekommen vielleicht Medikamente oder haben eine Krankenvorgeschichte, die einem Nicht-Mediziner überhaupt nicht klar ist. Deswegen spricht schon einiges dafür, in diesem Laienbereich, der gerade beim Sterbehilfeverein noch stark ausgeprägt ist, ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Ein bisschen mehr Transparenz, Kontrolle, Hinzuziehung von Ärzten. Am besten wäre es, wenn die Beihilfe nur von Ärzten durchgeführt wird. Und hier würde ich auch, ohne jetzt als Hardliner auftreten zu wollen, meinen, dass die Hinzuziehung eines zweiten Arztes
sinnvoll sein könnte. Im Ergebnis könnte das zu einer Verrechtlichung nicht des 8-Patienten-Verhältnisses, aber der Rahmenbedingungen führen, die Rechtssicherheit schafft, die auch den Patienten letztlich nützt. Und ich möchte schließen, indem ich etwas aufgreife, was mein Kollege auch gesagt hat, die Parallele zur Abtreibung, Schwangerschaftsabbruchregelung 2008. Ein guter Gedanke, denken Sie mal an Pro Familia. Als Pro Familia anfing, wurde Pro Familia dargestellt als monströse Einrichtung, absolut unmoralisch, gefährlich, den Lebensschutz erfolgt. Es hat sich jetzt herausgestellt, dass es insgesamt eine sehr, sehr sinnvolle Vereinigung ist, die geholfen hat, die Abtreibungszahlen nach unten zu bringen. Sie schafft Rechtssicherheit. Frauen in Not können sich dorthin wenden, bekommen eine neutrale Beratung. So etwas, denke ich, wäre auch im Bereich Sterbehilfe anzustreben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob jetzt noch Fragen möglich sind. Bitte auf die Veranstaltung. Ja. Suizidwünsche als pathologisch angestuft worden sind, von den Medizinern vor allem. Juristen folgen dem. Juristen glauben das, was die medizinischen Sachverständigen sagen, wenn die herrschende Meinung in der Medizin erklärt, jeder Suizidwunsch ist pathologisch und krankhaft, dann wäre auch die Polizei verpflichtet, solche Einweisungen zu unterstützen. Also man kann hier in gewisser Weise den schwarzen Peter zurückgeben an die Medizin. Ich glaube, heute ist klar, dass es durchaus auch verantwortlichen Suizid gibt. Prozentzahlen sind unklar. Es wird wohl so sein, dass die Mehrzahl der Suizide auf bedenklichen Motiven beruht. Man kann die Leute zurückholen zum Leben, wenn man ihnen Maßnahmen zugutekommen lässt, die nicht in der Beihilfe gleich bestehen. Aber es gibt durchaus diese Fälle von freiverantwortlichen Suizid. Und die dann pauschal gleich in die Klinik einzuweisen, ist schlimm. Es führt sogar noch ein weiteres Problem, dadurch, dass so eine Praxis bestanden hat. Man hat natürlich erreicht, dass sich niemand mehr mit dem Suizidwunsch an seinen Arzt wendet. Man hat Angst davor, eingewiesen zu werden. Man wählt dann den schnellen Weg und springt für den Zug. Ja, das ist also ganz, ganz schlimm, aber das ist letztlich weniger ein juristisches Problem als vielmehr ein Problem der medizinischen Akzeptanz und der Bereitschaft von Medizinern, die Tatsache dafür offen zu sein, zu akzeptieren, dass es frei verantwortete Suizide gibt. Das ist eigentlich keine Frage, sondern ein kurzes Statement. Es gab diese Stelle, die Sie praktisch anregen schon, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hier in Berlin, und zwar die Lebensmüdenberatung. Darüber gibt es ein Buch von dem Mediziner Thomas, ich weiß den Vornamen jetzt nicht, in dem ist auch die ekklesiogene Neurose erwähnt, genau dieser Begriff, der hier an dieser Stelle, glaube ich, sehr hilfreich ist, wenn man den gut umreißen kann. Ja. Das ist eine sehr wichtige Information, also eine Beratung für Lebensmittel, da kann jeder mal recherchieren, sowas schwebt mir vor. Und zwar durchaus eine Beratung im Sinne von Unterstützung zu geben, ja, Hilfe. Ja. Ja, herzlichen Dank, Erik Hildendorf, für diesen hervorragenden Vortrag.